Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute haben Nexus und ich uns mal wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir mal wieder nach so ungefähr 3 Monaten angefangen, Call of Duty Zombies zu spielen. Und ich dachte mir, ich lade die Runde einfach mal wieder hoch, damit ihr mal seht, was da bei uns so abgeht. Und jetzt würde ich sagen, wir fackeln gar nicht so lange rum. Viel Spaß bei dem Video. Und du kannst deine Teamkameraden killen. Ich werde dir so in den Rücken schießen. Ich glaube, das werden wir dauerhaft machen. Ja. Das muss ich aufnehmen, Digga. Richtig. Erstmal Bubblegum. Ich allein und kann uns in die Erlösung führen. Wo das dann im Endeffekt doch gespeichert wurde, ganz zufällig. Hast du dir schon ein neuer. Hast du dir schon ein Sturmgewehr geholt? Das ist mein Finger gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier. Meine Munition ist fast verbraucht! How fast ist dein scheiß Finger, Digga? Wieso? Versuch's doch auch mal. Du hast deine Hand nicht mehr am Controller, haben einfach nur mit dem Finger spam. Bleib oben, bleib oben, bleib oben! Ja, ich geh schon zum Teil, alles gut. War mir so klar! Ey, aber Juggernaut steht an seiner richtigen Position. Richtig. Jug steht normalerweise auch immer dort. Was gibt es denn? Muss der essen gehen, der Otto? So ein Vollidiot. Benny, halt die Zombies noch für circa 4 Sekunden. 1, 2, 3. Benny, Mann, halt doch mal den Maul. Der Kopf zurück! Wo ist er denn jetzt? Da ist der. Hör auf zu Nexus zu laufen. I wish I knew you wanted me. I wish I knew you wanted me. Ich bin genockt. Was? Ja, ich bin genockt. I wish I knew you wanted me. I wish I knew you wanted me. Ihr fehlt 10 Punkte. Ja. Was hast du gesagt? Ich möchte ein Spiel spielen. Spielen wir Verstecken. Ja, wegen dem Secret. Das waren ihre letzten Worte. Bitte. Hallo Zombies, kommt her, ich brauch Punkte. Ja, du hast eine gefunden. Ich kann sie hören. Selbst jetzt noch. Ich hab's gar nicht. Dafür muss die Box mindestens 4-mal gesponnen sein. Wir haben noch nicht. Ich hab nur einmal gesponnen. Da du spinnst, wissen wir. I'm out of ammo! Ein Sniper, Digga. Ja, danke, Nexus. Selbstmeditation. Die Kisten. Wie? Achso, hä, warum hab ich jetzt auf einmal Punkte? Ich hatte weil den Nuke! Na, Argus. Ja, kommt der von hinten?
Selbstmeditation. Digga, der sagt zu mir, ja, gönn dir, und auf einmal ist das hinter mir, Alter. Ich sehe es. Das Signal. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich weiß, wo du bist und auch zu welcher. Digga, holy shit, Alter. Selbstmeditation. Da verreck doch, wie soll ich noch mit der Pumpe nicht reinboxen? Ist, wo du bist und auch zu welcher. Digga, holy shit, Alter. Finde ich dich. Gemeinsam sichern wir eine. Das hat null Sinn gemacht. So bitte für dich. Ja, ich hab dem ja gerade 5 Headshots mit der Pump gegeben. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Weil ich nirgendwo hin konnte, weil wieder von allen Seiten was kam. Ich kenne keine MP, und? Die ich nicht mag. Bravo, Level 2. Hey, wieso stirbst du nicht? Du warst in dem anderen drin, oder was? Ich weiß, dass ich dir gegenüber oft feindlich war. Gut, dann wächst mal halt die Faro gegen eine VMP. Wir werden nicht wie immer Seite an Seite kämpfen, Richthofen. Wenn wir auch andere Ansichten haben... Jawohl! Wir haben gewonnen. Ein Artefakt, das... Ja! Boy, los geht's. Damit kann ich mir einen ruhigen Platz suchen, statt deine Fresse, Digga. Laufen. Gut. Ja. Ready! Stell du dich mal hin. Das wird jetzt heilbar. So, aktivier. Jo. Komplett drin. Das ist die feine russische Art. Ich weiß, was ich tue. Eine musst du weggeben. Mit 2 Wunderwaffen ist absolut beschissen. Ja, dann gebe ich die Strahlenkanone weg, I guess. Von diesem Glas in Frankreich mal abgesehen. Ich krieg nur Scheiße, Nexus. Digga. Ich krieg nur Scheiße. Ach, Punkte. Alter! Oh, Level 2! Ja, geh Kisten! Die Kisten sind lang, kaum um ihn aufzubieten. Ey, Alter! Nee! Freddy! Nein! So, gewinnt. Wer nimmt? In dieser Waffe steckt eine Macht, eine finstere Macht. Okay, komm. Wenn ich jetzt wieder nur Shit da rausbekomme, ne? Doch, safe! Ja, hatte ich doch schon mal. Wir haben nicht ewig Zeit. Das Göttchen beginnt jetzt. Egal, komm jetzt. Komm bitte, irgendwas Gutes. Bitte. Kein Dogshit. Favorit, ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich den belebenden Körper. Das kann... Oh. Dreh dich um. Schütz. Wir müssen die Gelegenheit nutzen. Ach so. Das meinst du mit, dreh dich um. Ja, ICR! Ja! Geh weiter! Kann noch MG rauskommen! MG ist besser! Munition! Ja! Gut! Ja, besser als ein Ding, nur wird's nicht viel. Ist die besser? Nee. Nochmal! Bingo Level 2! Warte nicht auf mich, geh einfach hoch. Versuch oben zu überleben. Ich muss.
Das sollte Punchen. Meine Geschmacksnerven lieber wert sein. Bin mal gespannt, was das gibt, Alter. Wenn wir auf realistisch den Story-Modus spielen. Digga, jetzt tu den Scheiß doch da rein. Hör auf mich wegzulegen, mach doch was ich will. Eine Waffe, die dir Tragweite. By the way, was für ein Bock hast du jetzt? Was für ein viertes Bock? Komm mit. Am besten Eselstrich. Nein, guck mal unten. Irgendwas Blaues. Das Blaue mit einem Grabstein. Wieso hab ich den jetzt auf einmal? Weil ich mein Kaugummi genutzt habe, zu dem hier guckt. Kannst alles einsammeln. So. Alles, auch die Nuke am besten ihr da. Und was hast du jetzt noch gekriegt? Stamina. Ja, Hunde, wow. So, ich komm mit, rematchen. Meiner Gorgon. Also zumindest meine Nights. Tote Leitung. Nice. Willst du mich mal ab? Tote Leitung ist super. Oh, tote Leitung ist wunderbar. Ah, Donnerwand muss ich gleich wegmachen. Donnerwand ist nicht. Feuerwerk, das wäre genauso beschissen. Und du meinst, das Feuerwerk ist gut. Oh, mutiert, das ist gut. Oh, mit Stamina Up ist das so schön, über die Map zu laufen. So, geht halt punchen einfach so und Re-Punchen bringt bei dem Ding, glaube ich, nichts. Re-Punchen kannst du es nicht machen. Ah, guck mal jetzt auf die Schuss. Ja, okay. Eine Waffe, oh, hochrufen! Let's go! Ob das jetzt so viel stärker ist, I don't know. Bis 150 eigentlich in Summerson. Ja, wow! Ja! Echt? Habt ihr oder habt ihr schon vergessen, wer ich bin? Ja, aber wirklich. Ich bin auf dem Oktan. Okay, hat sich ausgeoptimus primed. Geht du den Schuppe! Oh Scheiße, ich muss nachladen. Mama. Oh, hol alles. Hol, bring, hol du deine Spritze. Ja. Runde 36, unser Rekord. Hör doch endlich um, Digga. Okay, so wie der Zombie sich gerade noch weiter bewegt hat. Ja, Runde 32. Bitches. Die Flammen säubern dieses verfluchte Land. Ach, mutiert, nehme ich. Ja, wir bleiben jetzt hier bei Runde. Wenn wir von vorne kommen. Ach, so, durchladen. Habe ich schon alles. Maximale Munition! Okay, wegen mir können wir. Wir damit eine realistische Chance. Solange ich würde sagen, solange ja meine Wunderwaffe noch Muni hat, wenn bei uns alles andere leer sein sollte, heißt es ja nicht, dass wir daran sterben. Aber sobald die Wunderwaffe so auf 10 Schüsse, dann haben wir ein Problem. Dann nutze ich den Kaugummi sofort, dann kannst du mir sagen, was du willst. Also wenn alles leer ist und die, wenn alles leer ist und die Wunderwaffe auf 10, dann auf jeden Fall. Eng, wenn wir schon hinter in unseren Käfig gescheucht werden. Ja, ich muss hier nachladen. Deswegen bin ich nach hinten gegangen. Digga, ich brauch keinen doppelten Punkt, ich brauch Muni. Ja, oder jetzt. Weißt du, was Bameningo heißt? Nö. Mine platziert auf Chinesisch.
Hat Monte dir gesagt, ne? Hä? Hat Monte dir gesagt, ne? Nö. Hat ein asiatischer Discord-Member gesagt. Jan ist auch asiatisch, wieso hast du im Spiel einfach gefragt? Dann ist nicht Asiate. Russe. Natürlich ist der Asiate. Russland ist in Asien, du Otto. Oh, halt der mal. Freddy. Ich will ja nichts sagen, aber es sieht gut aus. Imagine, deine Eltern kriegen oder was? Imagine so, dein Bruder kriegt Kinder. Die werden alle du musst eins von denen nehmen, weil es Zwillinge ist. Sind Zwillinge. Ja. Der eine ist Junge, der eine ist ein Mädchen. Ja. Kriegst du den Jungen zugeschoben. Und dann so irgendwie 13 Jahre später geht der Junge aus und trifft ein Mädchen. Die finden so absolut super viel miteinander. Stellt sich dann heraus, ja, das ist deine Schwester. Richtig. Der Junge würde nicht mal 19 Jahre überleben, der wird direkt abgetrieben. Dazu ist es nämlich nie zu spät. Würdest du deine Zwilling, würdest du eine Zwillingsschwester, würdest du sie ficken? Eine Zwillingsschwester nicht, wenn es eine Stiefschwester wäre, dann vielleicht. Warum nicht, wenn es eine Zwillingsschwester ist? Ja, weil es dann blutverwandt ist. Das ist ja dann wieder illegal. Wer sagt, dass das illegal ist? Willkommen im Saarland. Das ist was anderes. Fuck. Nee, aber eigentlich, wenn du dann mit der, weil sie ja deine Zwillingsschwester ist, wenn du mit der Kind zeugst, eigentlich erstellst du doch dann nur eine Kopie von euch. Weil naja, also ich hab ja, es gibt ja nicht umsonst, ne? Step Rhyme Stuff. Freddy, ihr aber seid ein eineiige Zwillinge. Wenn stecken bleiben, den überspringe ich immer. Was? Freddy, was ist, wenn ihr eineiige Zwillinge werdet, die genauso aussehen wie du? Ja, ist doch gut. Würdest du so dann flachlegen? Naja, wenn's hässlich ist, kann ich auch einfach eine Tüte über den Kopf ziehen. Boah, der hat mich jetzt rausgenommen. Der hat mich jetzt komplett rausgenommen. Fuck. Freddy, halt dein Maul, sagt mir das nie wieder. Oh Gott, was ein Hund. Was meinst du, wie ich es mit Ivan gemacht habe? Ich habe mir natürlich über den Kopf gezogen, dann braucht ich es nicht ertragen. Oh, hallo, Ivan ist deswegen kann der auch, deswegen kann er sich auch nicht an den Giss aus seiner Hand erinnern. Hallo, Ivan ist ein schöner Boy. Hättest du bei Jan machen können. Das stimmt, das muss man zugeben. Also auch als Mann kann man es mal zugeben, wenn jemand attraktiv ist. Also warte, du hast nicht Ivan die Tüte über den Kopf gezogen, du hast dir selber die Tüte über den Kopf gezogen. Ja, aber nur damit ich nicht sehe, wo der Giss hingeht. Richtig. Original, Ivan hat mich wirklich am nächsten Tag gefragt, warum sie in der Hand so kleben würde. Deswegen habe ich mir diese Story dann dazu ausgedacht. Da weiß ich, penne bei dem, weil wir einfach am nächsten Tag irgendwas machen wollten. Ich weiß noch nicht mehr gerade was, ich glaube Schule oder so hatten wir am nächsten Tag. Ich habe bei dem übernachtet. Der Typ steht auf, aber warum klebt meine Hand so? Ja, ich habe da reingejist. Ich will ja nichts sagen, aber gucken wir auf die Runde. Hört auf, Nexus wegzuschieben, also, Mann. Wir müssen dafür sorgen, diesem Angst? Obwohl, warte. Das macht spannender. Ja! Blut! Freddy, du musst jetzt schießen, die ganze Zeit. Weißt du warum? Weil meine Kugeln genau
Schaden machen wie weiche Nudeln. Warum? Warum? Weil ich Double-Tap verloren habe? Irgendwo. Wir können alle 6 kaufen. Okay. Er war in uns drin, oder wie? Freddy, Freddy, weg! Ich will ja nichts sagen, aber... Es sieht gut aus. Was hast du nochmal gerade gesagt? Was hast du gerade nochmal gesagt, Nexus? Was hast du gerade nochmal gesagt? Es sieht gut aus, Freddy, es sieht gut aus. Halt doch einfach die Schnauze. Halt doch einfach dein Maul. So Leute, das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe natürlich genauso wie Nexus, der jetzt heute leider gerade nicht dabei ist, dass euch dieses heutige COD-Video gefallen hat. Und lasst gerne Like da, wenn ihr nochmal mehr davon sehen wollt, wenn wir mehr Zombie-Runden hochladen sollen. Und naja, diese Zombie-Runden brauchen meistens so eine Woche, bis wir die geschnitten haben, weil wir die halt möglichst witzig schneiden möchten. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Und ciao.